Hey Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Thema Reifenluftdruck. Welcher Luftdruck ist der richtige und was gilt es zu beachten, wenn ihr den Reifenluftdruck an eurem E-Scooter einstellen wollt? Warum ist der richtige Reifenluftdruck jetzt eigentlich so wichtig? Punkt 1, Sicherheit. Der korrekte Reifenluftdruck gewährleistet eine bessere Bodenhaftung und Stabilität während der Fahrt, was das Risiko von Unfällen natürlich verringert. Punkt 2, Fahrleistung. Der richtige Reifenluftdruck optimiert die Leistung des E-Scooters, verbessert die Beschleunigung und sorgt für ein angenehmeres Fahrgefühl. Punkt 3, Reifenverschleiß. Ein angemessener Druck verhindert eine ungleichmäßige Abnutzung des Reifens, was die Lebensdauer verlängert und die Notwendigkeit für häufige Ersatzkäufe reduziert. Ihr müsst also weniger in die Werkstatt. Punkt 4, Energieeffizienz. Ein optimaler Reifenluftdruck reduziert den Rollwiderstand, was wiederum den Energieverbrauch des Elektrorollers verringert und die Reichweite pro Ladung erhöht. Punkt 5, Fahrkomfort. Richtig aufgepumpte Reifen sorgen für ein stabileres und angenehmeres Fahrverhalten, indem sie Unebenheiten auf der Straße besser absorbieren. Punkt 6, und das ist der letzte Punkt, Handling. Der richtige Reifenluftdruck unterstützt das präzise Lenkverhalten des E-Scooters und erleichtert das Manövrieren in verschiedenen Fahrsituationen. Als nächstes gilt es festzustellen, welche Art von Ventil bei eurem E-Scooter verbaut ist. Mittlerweile verbauen 99% der E-Scooter-Hersteller Autoventile. Und das bedeutet, dass ihr auch an jeder Tankstelle die Möglichkeit habt, euren Reifenluftdruck zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Aber welcher Reifenluftdruck ist denn jetzt für mich der richtige? Ich empfehle immer in die Bedienungsanleitung des Herstellers zu schauen. Da findet ihr im Regelfall Empfehlungen, die abgestimmt sind auf euer Gewicht. Darüber hinaus findet ihr direkt am Reifen nochmal entweder die Anzeige in PSI oder in Bar, wo angegeben wird, mit welchem maximalen Luftdruck ihr den Reifen befüllen könnt. In diesem Fall 40 PSI. Jetzt geht es um die Wahl des richtigen Hilfsmittels. Und nicht immer ist das Ventil so gut zu erreichen wie jetzt hier bei unserem Equid X Plus. Teilweise sind die Ventile auch sehr kurz und dann braucht ihr eine solche Ventilverlängerung. Wenn die jetzt nicht im Lieferumfang des Herstellers mit dabei ist, könnt ihr diese ganz einfach bei Amazon für wenige Euro erwerben. Achtet allerdings darauf, dass hier ein Rückschlagventil bereits verbaut ist, damit die Luft nicht entweichen kann, sobald ihr die Ventilverlängerung auf das Ventil aufgeschraubt habt. Was ihr auf keinen Fall machen solltet, ist eine handelsübliche Fahrradpumpe dazu zu verwenden, hier mindestens 3 Bar Luftdruck auf eure Reifen zu pumpen. Ihr habt nämlich überhaupt keine Kontrolle darüber, wie viel Luftdruck sich am Ende tatsächlich im Reifen befindet. Wenn ihr euch schon für eine Luftpumpe per Hand entscheidet, dann noch eine Luftpumpe, wo ihr direkt hier eine PSI und Bar-Anzeige verbaut habt. Zusätzlich gibt es natürlich noch die Möglichkeit, diese elektrischen Pumpen zu kaufen. Diese Luftpumpe ist einfach in der Handhabung. Hier kann auch direkt eingestellt werden, ob ihr in PSI oder beispielsweise in Bar den Luftdruck aufpumpen möchtet. Und worum es sich eigentlich handelt, möchte ich ein Fahrrad aufpumpen, möchte ich einen Ball aufpumpen oder beispielsweise hier ein Motorrad. Also diese Art von Luftpumpe ist mein absoluter Favorit. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, direkt an der Tankstelle hier mit so einem handelsüblichen Reifenluftdruckmessgerät eure Luft aufzupumpen oder Luft abzulassen. Jetzt möchte ich euch mal ganz kurz die Handhabung von einer Ventilverlängerung anhand eines Trittbrett Powells in der neuesten Generation zeigen. Das ist jetzt also unsere Ventilverlängerung. Die schrauben wir jetzt hier auf das Ventil. Wichtig, wir haben ja jetzt hier ein Rückschlagventil in der Ventilverlängerung verbaut, sodass jetzt hier keine Luft austreten kann. Als nächstes verwenden wir unsere elektrische Luftpumpe. Die können wir jetzt hier direkt an unsere Ventilverlängerung anschrauben. Und jetzt seht ihr schon, dieser Reifen kann bis maximal 50 PSI befüllt werden. Ich habe mich jetzt für 40 PSI entschieden, habe das hier auch eingestellt soweit. 40 PSI entsprechen ca. 2,8 Bar. Da gibt es entsprechende Umrechnungstabellen. Und ihr seht, 40 möchte ich gern, 37 habe ich. Jetzt drücke ich nur noch hier aufs Knöpfchen und stoppt dann automatisch, wenn die 40 PSI erreicht sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen rund um das Thema Reifenluftdruck. Ich wollte mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Jetzt macht ihr bitte nur noch eins, klicken, liken, abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.